Also wir haben Studien gemacht und sind jetzt an dieser Studie auswerten über Kraftprüfungen. Und zwar so wie Physiotherapie, Krafttest bei MS-Patienten, weil wir versuchen, die Kraft sehr spezifisch zu testen. Wir versuchen bei den MS-Patienten, die Spastik möglichst auszuschalten oder mindestens zu minimieren, weil die Spastik ist eine grobe Kraft. Aber die Spastik ist nicht eine Kraft, die Selektivität zulässt. Wir haben die Studie zusammen machen mit Neurologen vom Universitätsspital in Basel, wo wir die beiden Krafttestungen jetzt durchgeführt haben und jetzt versuchen auszuwerten. Das eine ist die Krafttestung, die die Ärzte machen, im EDSS-Skala, der Bewertung von der EDSS-Stufe, und das andere wäre jetzt eben unsere noch spezifischere Krafttestung. Und was wir möchten sehen oder auch hoffen zu sehen, unsere Hypothese ist, dass wir gleich zuverlässig sind in der Krafttestung wie der Arzt, aber dass wir spezifischer noch eigentlich mehr Unterteilungen können machen, was Kraft anbelangt. Und das ist für uns als Physiotherapeuten natürlich sehr wichtig, weil wir dann besser können evaluieren, hat unser Training, das wir machen, unser Krafttraining auch einen Effekt für den Patienten? Also profitiert er von dem Krafttraining im Sinne von, hat bei den MS-Patienten häufig vom Erhalten von der Kraft oder im noch positiveren Fall, dass sie die Kraft können verbessern können?